Ja, also wieder bei Pokémon Feuerrot Fairlock Challenge. Beim letzten Mal haben wir uns weiter auf dem Weg nach Fuchsania gemacht, haben auf mieseste Art und Weise unser Shilock verloren. Von einer dummen Verfolgung. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt nicht mitgekriegt. Ich weiß, dass Habitat verfolgen kann, aber erwartet man echt, dass die KI sich denkt, ha, der ist schwach, der will doch jetzt sicher auswechseln. Verfolgung. Weiß nicht, ob man wirklich damit rechnen kann. Naja, wir haben jetzt ja mittlerweile wieder Hermes im Team. Flug-Pokémon en masse, aber... ja, das muss ich kurz mal schauen. Du bist ein weiterer Vogeltrainer. Freya ist eh kurz vorm Aus. Ich packe jetzt einfach Freya nach vorne und benutze einfach noch weiter. Da können wir eh nicht mehr so viel retten, sage ich mal, weil... na gut, ich hätte noch ein paar Freischeine. Aber wie auch in Smaragd möchte ich die Freischeine erst kurz vor der Liga verwenden. Ich sag mal... ich weiß auch nicht, Schwalbos hört mir echt manchmal viel zu gut zu. Wenn ich sage, du bist eh fast fertig und dann denkst du einfach, okay, fertig. Also wie auch in Smaragd möchte ich die Freischeine erst kurz vorm Ende verwenden. Damit ich halt eben mit einem angenehmen Team auch in die Liga rein kann. Und nicht... dann nehmen wir halt so ein Battle. Und nicht halt schon mit angeschlagenen, gestrikten Pokémon rein. Wie willst du jetzt haben? Okay, nehme ich auch. Ja, ich sag mal, so haben wir ja jetzt eigentlich immer irgendwo so ein bisschen mehr Varietät, Auswahl. Wow, das macht ja irgendwie viel Schaden. Kannst du einfach wieder wegwehen, bitte? Tabog ist jetzt nicht so das Pokémon, gegen das ich kämpfen möchte. Da bringt mir mein Nachtnebel leider auch nicht so viel. Komm mal selbst eine rein, Tabuga. Sei so nett. Danke. Wahrscheinlich trotzdem nicht ausreichend, ne? Na. Gibt sich Tauburga den Rest? Nee. Weißt du, du könntest mich auch einfach angreifen, aber nein. Du ziehst den Kampf einfach nochmal ein bisschen in die Länge, indem du mir einfach Sand ins Gesicht schmeißt. Danke, dass du wenigstens selbst getötet hast dafür als Ausgleich. Schön aufgeteilt, die ganzen Erfahrungspunkte. Ich sehe schon kommen, gleich kommt die nächste Verfolgung und dann tot. Verfolgung? Nein, danke. Hätte, glaube ich, bei Nox noch ein bisschen mehr wehgetan. Groß. Nee. Wingard stehen da. Ach, das war jetzt dein zweiter. Übrigens nicht Wingard, sondern Pelipper. Okay. Das ist gut. Dass der zweite ist. Zumindest habe ich es mir so stehen, dass es der zweite ist. Ich habe jetzt zwei Silberblicke drin, ne? Solange jetzt kein Bohrschnabel kommt, ist alles gut. Ich hätte fliegen machen können. Na, jetzt never mind. Jetzt wollte ich sowieso ein paar mehr Attacken. Wobei, ich mache trotzdem fliegen. Dann geht das gleich daneben. Und dann kommt der Bohrschnabel. Kann er mich auch irgendwie angreifen? Niemand weiß das. Die Luft ist raus. So, Freya. Du bist damit auch fertig. Quasi. So, Nox noch einmal heilen. Und dann sehe ich auf jeden Fall eine Menge Biker. Die hier könnten potenziell alle Gift-Pokémon haben. Nur hoffentlich keine Smogons. So, ist hier nochmal irgendwas? Nee.
Smogos würde ich jetzt nicht so gerne nehmen, aber so alle anderen Gift-Pokémon, die kann man doch mal probieren mit Dicktree. Schaust du so dumm aus der Wäsche? Ey, schau dich dumm. Wenn dann intelligent. So viel dazu. Na gut, dann halt wieder zurück auf Nox. Weil das Ding sich immer noch in die Luft jagen kann. Es tut trotzdem ziemlich weh. Ja, bleib weg mit deinem Gift. Das brauche ich nicht. Na, leider nur drei. Können wir bitte alle wegbleiben mit dem genau. Also von den Wertesenkungen ist Genauigkeit Fluchgewalt echt so das Mieseste. Das zieht die Kämpfe einfach nur unnötig in die Länge. Hat jetzt eigentlich seine eigene oder hat er meine gesenkt? Mir trifft gerade gar keiner mehr. Bäh. Damit hätte sie ruhig wegbleiben können. Vor allem, wenn ich Nox jetzt ein bisschen häufiger noch in diesem Kampf brauchen werde. Vielleicht muss ich mein Team doch noch mal ein kleines bisschen überdenken. Und Tara Level 27. Sehr schön. Na. Wollen wir nur noch mehr Smogons kommen. Problem ist, der vergiftet mich doch wahrscheinlich eh sofort wieder, nachdem ich dann... Ja. Einmal mich heile. Lass uns doch lieber Horus machen. Problem ist halt, ich glaube, mein komplettes Team ist irgendwo eher so physisch ausgelegt. Mit ein paar speziellen Nuancen, aber... Ich glaube, ich bräuchte... Na, wobei... Ne, doch, alle eher so... Eher physisch mit ein bisschen speziell. Gerade meine drei Flug-Pokémon. Wie viel macht denn so ein Flügelschlag? Ich glaube, so langsam glaube ich wird es echt eng, wenn jetzt ein... Okay. Wenn jetzt eine Explosion... Nicht Explosion, aber so ein Finale gekommen wäre. Ich wollte es nicht sagen, ne? Ich weiß, Karma hätte zugehört und hätte es einfach mal heraufbeschworen. Hat einfach gesagt, okay, boom! Bitte nicht. Zack, Getriebsschaden. Getriebsschaden? Ja, das heißt sicher genauso. Ja. Ein Gegengift. Genau, eins habe ich noch. Sehr schön. Habe ich Hyperheiler? Nein. Okay. Bloß nicht mehr vergiften lassen. So, gute. Müssen so viele Flug-Pokémon-Trainer hier kommen? Jetzt ist meist meiner Pokémon nutzlos. Ich muss eigentlich das Team nochmal neu aufbauen. Wobei, es sind jetzt nur hier die ganzen Flug-Pokémon-Trainer. Sobald wir die durch haben, sind dann andere Pokémon wieder. Also eigentlich kann ich da wieder genauso bleiben. Hauen wir die einfach weg. Zumindest weiß ich auf der anderen Seite, auf dem Fahrradweg, sind sehr viele Gift-Pokémon bei den ganzen Typen da. Ach, Hermes. Das war jetzt dein vierter. Das heißt, im Idealfall sollte ich echt irgendwo ein Psycho-Pokémon mal finden und das dann dort einsetzen. Im Idealfall sogar zwei, weil das eine strikt sich sicher mit Konfusionsverwirrungen irgendwann raus. So, da kann man auch sicher jetzt guten Fliegen einsetzen und das einfach umhauen, wenn es mich nicht kritten würde. Ich habe mal überlegt, was man vielleicht so, vielleicht um doch vielleicht irgendwann mal die Krits ein bisschen mit einzubauen, der Gegner. Wow, bist du schlau. Also ein Vorschlag, den ich so im Kopf hatte, dass man notiert,
wenn der Gegner Hex landet, sei es jetzt Crit oder andere Sachen. Und einfach quasi so eine kleine Strichliste führt. Und einfach jedes Mal, wenn, keine Ahnung, der Zähler bei 10 ist, also 10 Mal insgesamt halt gehext, gestrikt, was auch immer wurde, dass man dann dem Pokémon, das gerade das 10. abbekommen hat, der kriegt dann sein Strike oder so abgezogen. Muss natürlich auch aufmerksam sein und hingucken und alles, aber ich denke mal, das wäre, glaube ich, noch nur das Machbarste. Müsste ich halt immer bei mir nebenbei halt noch eine Strichliste dafür machen. Wenn da was kommt. Ohne das jetzt irgendwo im Rahmen einzublenden oder so. Ich glaube, das wäre eine Menge. Das wäre ein bisschen zu viel Arbeit, dann immer das jedes Mal im Rahmen noch mit hinzuzufügen. Aber so prinzipiell könnt ihr mir gerne sagen, was ihr von diesem Vorschlag hält. Haltet? Hältet? Was ihr von diesem Vorschlag haltet. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Um vielleicht auch mal die Gegner-Strikes mit einzubeziehen. Dann aber wiederum, ich habe mir so überlegt, für jede Regel, wo ich es mir vielleicht ein bisschen einfacher mache, sei es nun, dass dann Strikes gelöscht werden, wie zum Beispiel Entwicklung und alles, oder so, muss irgendwo auch eine Regel sein, um es gleichzeitig wieder schwerer zu machen an anderer Stelle. Weil ich will ja im Endeffekt keine leichte Challenge haben. Weil ich es ehrlich gesagt sagen muss, gut, die Editionen sind halt auch sehr leicht, aber das mit der Arena, dass man immer nur so viel mit da reinnehmen kann, wie der Arena-Leiter auch hat, hat sich bisher noch nicht wirklich als schwer herausgestellt. Wenn ich bedenke, wir haben bis jetzt jede Arena schon eigentlich fast gesolot mit einem Pokémon. In der ersten hat Wingull aufgeräumt, in der zweiten, gut, da war es ein Zusammenspiel von, oder haben da beide? Ich weiß es gerade gar nicht. Sonnenkern und Zwielicht? Oder hat das Sonnenkern doch alleine gemacht? Ich glaube, Sonnenkern hat es echt alleine gemacht, ne? Ja, in der dritten Ninja-Turm und in der vierten Golbat eigentlich. Also irgendwo habe ich nur ein einziges Pokémon gebraucht. So, dann Horus, mach du weiter. Ich kann die anderen ja hier gar nicht benutzen bei den ganzen Flug-Pokémon-Trainern einfach mal, ne? Deswegen, also ich finde, das wäre schon mal irgendwo eine halbwegs gute Regel, um das so ein bisschen in der Richtung angenehmer zu machen, damit es auch wirklich im Anspruch, in Anführungsstrichen, ein bisschen fairer wird. Aber wie gesagt, man braucht dann wieder eine Regel, um das so ein bisschen zu kontern. Wir holst du rein. Toll. Nur den ich eigentlich nicht da drin haben wollte. Weil wenn sowas kommt. Autsch. Also falls ihr irgendwelche guten Vorschläge habt, könntet ihr mir auch gerne jetzt schon, ich höre nur am Ende des Let's Plays in die Kommentare schreiben, was war auch wieder Wirbelwind. Ach Nox. Wie viel warst du eigentlich? War das jetzt gerade dein Dritter? Ich glaube schon, ne? Oder erst dein Zweiter. Jetzt muss ich gerade kurz nochmal kurz meine Sachen durchgucken. Das war der Dritte. Okay, dann wird es, glaube ich, jetzt so langsam Zeit, wieder zurückzugehen. Und uns jetzt die Pokémon so langsam aus. Wir haben jetzt zwei Pokémon schon verloren. Aber bei, es sind zumindest die, die eh nicht so viel kämpfen. Machen wir direkt mal fliegen. Gucken wir, was er machen möchte. Verfolgung. So leicht wechsle ich nicht nochmal aus. Oh, wow. Das war ja süß vom Schaden. Das ist aber auch okay. Das sollte aber mit einem Flügelschlag noch drin sein, das Ibitak. Ja. Ich werde dann noch weitermachen. Und Level 31 für Hermes. Level Cap ist eh noch weit entfernt. Wie gesagt, 43. Wir können uns noch nicht überleveln. Außer ich würde hier Solo Run mit einem Pokémon noch machen. Ich glaube, zu machen, dass man Arena nur mit einem einzigen Pokémon machen darf, wäre vielleicht ein bisschen zu extrem. So langsam gehen wir auch die Tränke aus. Okay, Nox, das heißt, du hast jetzt auch erstmal Pause. Packen wir dich auch nach unten. Bleiben mir noch vier Pokémon.
So. Vielleicht ist das jetzt endlich der letzte Vogeltrainer. Wir können unten nochmal beide andere Pokémon verwenden. Der ist schon fast Anton. Zumindest möchte ich den Part mit denen, die wir noch haben, noch durchschaffen. Und dann kann ich zum nächsten Part hin das Team nochmal ein bisschen umstellen. Weiß auch noch nicht, wie und was wir da rein tun, aber vielleicht eher mal so ein paar speziellere Pokémon. Mal gucken. Mal schauen, wie wir erstmal durch diesen kommen. Worüber habe ich in diesem Part die ganze Zeit eigentlich drüber geredet? Ich habe keine Ahnung mehr. Kurzzeitgedächtnis vor The Win und so. Ich habe echt ein sehr hartes Kurzzeitgedächtnis. Manchmal muss ich auch länger drüber nachdenken, was ich überhaupt am Tag davor gegessen habe. Ich habe nicht oft gut in Erinnerung. Aber zum Lernen ist es ganz okay. Hör auf damit. Stop. Danke. Das tat ein bisschen weh, mein Lieber. Das tat leider nicht so sehr weh, wie es sollte. Ich gehe doch lieber raus, weil gesenkte Verteidigung ist nicht so geil. Das Ibitak ist jetzt ein bisschen gefährlich. Hör einfach jetzt auf. Warum auch? Nee, du krittest mich einfach auch noch. Und machst 5 Treffer. Ja, geil. Ja, genau so macht man das Spiel. Danke. Wahrscheinlich diese Verfolgung, ne? Jetzt habe ich es einmal abbekommen und jetzt macht das einfach noch die ganze Zeit nur noch. Nach dem Motto, ja, na? Willst du rauswechseln? Willst du rauswechseln? Ja, na? Nein. So. Sind mit den Vögeln durch. Also, mein Kurzzeitgedächtnis. Finde ich sehr praktisch. Das ist zum Lernen sehr angenehm. Lerne was. Es ist kurzzeitig dann doch noch gut da. Aber so ein paar Tage später ist es wieder weg. Ja. War für die Klausuren eigentlich mal ganz angenehm. So, hey, noch einer. Okay, komm. Horus. Ja, Hermes ist schon auf 31. Horus, du machst das. Die Illusion mit den Flügeln. Also für Klausuren oder für meine Abschlussprüfungen hat es eigentlich ganz gut was gebracht, das alles so richtig ins Gedächtnis zu kloppen. Dann ist es kurz da und ein paar Tage später ist alles weg. Ja, nicht alles, aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, was ich da alles hatte. Ich hab schon wieder gekrittet. Was ist los heute? Was ich alles in meinen Prüfungen hatte. Also das meiste davon kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern. Müsste irgendwann mal so ein Protokoll mal durchlesen, was ich dann im Endeffekt alles an meinen Prüfungen hatte. Habe ich damals mitgeschrieben. Also nicht mit, sondern im Nachhinein noch geschrieben. Aber du bist es hoffentlich der letzte Vogeltrainer. Wie heißt du? Gennady. Wobei, jetzt wo ich das über seltsame Namen. Ich habe auch vor kurzem erst wieder einen Kommentar bekommen, wo mir gesagt wurde, dass seltsamer Name hier einfügen. Oh. Das war Pelippas dritter Strike. Jetzt ist auf jeden Fall die Zeit gekommen, mal raus und Team zu wechseln. Jetzt haben wir nämlich schon 3 Pokémon, die out sind. Aber hey, wir haben lange durchgehalten mit denen, die wir hatten. Das ist kein Ibitak. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Flugattacken kannst? Tja, das ist die Frage. Verteidigung ist bei beiden nicht sehr gut. Ich probier's mal mit Flora und versuche ihn einzuschläfern. Wahrscheinlich eh erstmal der Furienschlag. Heuler. Heuler ist okay. Oh nee, ich wollte mit Gift angreifen. Ne? Heuler ist nicht so okay. Jetzt aber nicht zwingend seine Verteidigung senken dann, ne? Vielleicht ist jetzt Rankenhieb doch besser? Ich guck mal. Wie viel Schaden macht denn die Säure? Rankenhieb? Vielleicht macht das jetzt doch mehr Schaden? Es nimmt sich nicht viel.
Dann benutze ich aber auch Rangnieb, weil der nicht die Verteidigung senken kann. Aber ich glaube, Säure war doch noch ein bisschen stärker. I, guten Morgen. Kann es sein, dass die Ibitaks auf dem Level nur Verfolgung und Furienschlag haben? Silberblick, Heuler, Verfolgung, Furienschlag. Ja. Keine Flugattacken. Ah, oh, das ist gut. Okay. Flora konnte doch noch ein bisschen was machen. So. No! Ich wusste, es kann kommen, aber trotzdem. No! Das war dein erster Strike seit 10 Jahren, aber gut. Ja, komm. Wobei, jetzt hätte ich auch Säure machen können, wenn es tot ist, kann es eh seine Verteidigung nicht mehr gesenkt werden. Naja. Hätten wir den Kampf gegen Ibitak auch geschafft. Du wusstest, du würdest verlieren. Meine Güte, wir sind mit den ganzen Flugtrainern durch. Wenn man unten gucke, da ist kein Flug. Links sind die Biker. Okay. Lass mich erstmal gehen. So nah nach Fuxania. Können wir es nach Fuxania durchschleichen? Ich probiere es mal. Mal gucken, ob wir uns da durchschleichen können. Die können sich ja eh nicht umdrehen. Vielleicht kann ich hier oben lang gehen. Solange da jetzt kein Trainer irgendwo auf mich lauert. Geh mal hier oben lang. Die guckt nach unten. Das ist okay, schnell durch. Die gucken auch nach unten. Ist okay, schnell durch. Die geht auch nur nach links und rechts. Oh Gott, die geht auch hoch. Ich habe Themen Regentanz gefunden. Okay. Wir sind in Fuxania angekommen. Perfekt, wir müssen nicht den ganzen Weg nochmal zurücklatschen. Da können wir beim nächsten Mal von hier aus dann den Rest der Route machen. Und vor allem auch noch ein paar Pokémon fangen. Ach ja, und die schöne Arena, in die wir noch nicht reingehen werden. Ah. Wobei, ich glaube, wir werden beim nächsten Mal, erstmal Surfer und Stärke holen. Das wird uns auf jeden Fall einen guten Boost geben. Deshalb, wir gehen erst in die Safari-Zone. Ja, nächster Part Safari-Zone. Ich finde, das klingt gut. So. Dann erst einmal. Nein. Horus. Du kommst auf die Outbox. Nox. Ab auf die Outbox. Ja, und Freya. Leider raus mit dir. So. Ach, ich schreibe mir das gleich auf. Ich muss jetzt nicht den Part noch damit voll machen. Ja, und fürs nächste Mal. Ja, wobei, wenn wir in die Safari-Zone gehen, brauchen wir nicht zwingend ein neues Team, aber ich guck mal, dass ich mir vielleicht ein paar zurechtlege, die wir auf jeden Fall wieder mitnehmen können. Joa. Mal gucken. Ich überlege mir was. Das war's auf jeden Fall von diesem Part. Wir haben zumindest ein kleines Zielchen erreicht. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.